Mile High Krugfüllung. Das ist mit großer Sicherheit Bier. Okay, wird getrunken, um 36 Züge lang 25% Nahkampfschaden zu verursachen, verursacht aber anschließend 60 Züge lang minus 2 AP. Okay, aber grundsätzlich interessant. Eine Hasenpfote? Glück für dich. Vielleicht weniger für den Hasen. Kritische Trefferchance plus 3%. Und Anmeldebogen Müll. Meldet euch für den Chicken Fight Battle Royale an. 10 Teams werden gegeneinander antreten, aber nur eines wird als Sieger hervorgehen. Die Anmeldungen sind ab sofort für unsere Premium-Club-Mitglieder möglich. Bitte beachten, die Teilnehmer müssen auch die Verzichtserklärung für eine einen unrechtmäßigen Tod unterschreiben. Vielen Dank. So, die Hasenpfote können wir, glaube ich, tatsächlich sogar ausrüsten. 3% kritische Trefferchance. Why not? Munitionskiste. Arzneikiste. Ah, hier haben wir noch einen Verletzungskasten. Ein Satz medizinischer Werkzeuge, die für operative Behandlungen und andere schwere Verletzungen entworfen wurde. Cool. Kann die jeder benutzen, den Verletzungskasten? Oh, was mache ich denn? Da ist noch mehr drin. Ein Nitro-Stachel. Kampfunfähige Gruppenmitglieder müssen nicht am Boden liegen bleiben. Alles, was sie brauchen, ist ein Stachel. Ein Freund und ein flotter Stich ins Herz. Mit dem Nitro-Stachel. Hier haben wir noch eine Munitionskiste. Mit ganz viel verschiedener Munition. Jetzt gucke ich mal, ob wir hier jetzt schon... Warum darf ich nicht speichern? Ich würde gern speichern. Das wird vor dem Kampf jetzt dann schon Autospeichern, nehme ich an. Auf der anderen Seite der Tür sind grobe Stimmen und Gelächter zu hören. Und Raketengeheul. Tür öffnen! Den Müll kann man verkaufen. Ich weiß nicht, ob man den auch scrappen kann fürs Craften. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Da bringe ich oft viele Spiele durcheinander. Ah, damn it. Looks like we killed them all. Guess the fun's over. Wait a minute. Maybe not. Howdy, Hotlander. As much fun as it is killing folk long distance, I like it best when the deluge of blood happens up close and personal. You know what I mean? The rest is gonna be sorry he stayed home. He loves him some entrails. Wer ist Erastus? My big brother. He'd love to take a piece out of you. But that's okay. I'll bring him one later. Wer zum Teufel seid ihr dann, denn? Oder so. You don't know much, do you? The Dorseys are the harbingers of the deluge. The motherfucking end of the old world and the beginning of the new. And it all begins here, you little prayer dog. What I do to you, the Dorseys gonna do to all of Colorado. So squeal all you want. No one's coming to save us. Das ist witzig, oder? Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet beim ersten Mal spielen. Mitten unter so einem Dialog plötzlich. Never shut up. Heads up, Rangers. More incoming. Damn, shit just got real. Damn, okay. Los geht's. Blood of the lion. Is your
Können wir echt mal mit dem Flammenwerfer gucken, ne? Aber habe ich da überhaupt so viel Reichweite? Nö, eben nicht. Dann bleiben wir lieber bei dem. Na. Warum kann ich denn jetzt wieder nicht mehr auf den einen schießen, auf den ich vorher noch schießen konnte und eigentlich schießen will? Manchmal ist das Spiel komisch. Los geht's. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt, weil wir haben hier einen Angreifer, einen Gegner, hier einen Gegner, da hinten auch noch einen. Wo soll ich jetzt mit unserem Nahkampfer hingehen? Ah, hier, das ist gut, weil da sind auch noch Sprengfässer. Aber ich würde sagen, wir laufen mal für 5 Aktionspunkte hierher. Und dann sparen wir uns die Aktionspunkte. Oh, Raketenwerfer. Ist nur ein Kratzer. Eins, zwei... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Aktionspunkte. Man kann also doch mehr haben. Dann verwechsel ich das mit irgendwas. Cool. Dann hauen wir die jetzt mal, so gut es geht. Oh, wir können schon nicht mehr angreifen. Oh, shit. Das ist nicht gut. Ich dachte ehrlich gesagt, auch den einen schaffen wir definitiv. Kein Problem. Tja. Na, mal gucken, wie die Runde ausgeht. Ist nur ein Kratzer. Die sind zum Glück nicht sehr stark. Au! Das hat schon wieder. Oh, das hat weh getan. Nein! So, jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ja, aber zu Unrecht. Perfekt. Jetzt die Stunde der Wahrheit, Idolim. Kannst du die beiden im Nahkampf ausschalten? Ach so, cool. Sogar nur ein. Der kann nochmal schießen. Ja, Aktionspunkte für die nächste Runde aufheben. Rockt. Keine Munition mehr. Oh, scheiße. Diese Waffe hat keine Munition mehr. Vorerst kannst du versuchen, eine andere Waffe auszurüsten. Dafür haben wir den Flammenwerfer. Passt schon. Tadala, was will man mehr? Levelaufstieg. Deine Ranger haben ihr Level erhöht. Wenn deine Ranger im Level aufsteigen, erhalten sie zusätzliche Konstitution und Fertigkeitspunkte, und um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Im späteren Leveln erhalten sie außerdem zusätzliche Attributspunkte. Um deine Fähigkeiten zu verbessern... ja... Geh halt in die Option einfach, mein Gott. Gut. Plündern wir erstmal. Ein Ranger-Stern eines Veteranen. Bringt uns harter Hund plus 1. Das ist schon mal ganz cool auf jeden Fall. Dieses glänzende Ranger-Abzeichen ist ein Symbol der Hoffnung in schwierigen Zeiten. Noch ein bisschen Muskelgewebe und ein paar Colorado-Dollar. Aber das ist natürlich noch längst nicht alles. Ja, jetzt habe ich den Gegner-Loot-Batzen. Muskeln, Stacheln, Zigarettenstummel haben wir interessanterweise noch nie gefunden, ne? Dieser Stummel pafft nie wieder. Muskeln, altes Taschentuch, Geschichte des Schienbeins. Was? Die scheint eine außergewöhnlich lange Abhandlung über den aufregendsten Knochen des menschlichen Körpers zu sein. Das Schienbein. Na dann. Verbranntes Buch, nicht lesbar.
Oh, ein Raketenwerfer, der Zerfleischer, Level 3 Raketenwerfer, benötigt Stufe 1 Sprengstoff. Dann ein Sprengstoffcharakter werden und wir uns ja definitiv eh nochmal machen. Zielen, schießen, ducken. Okay. Muskelgewebe und Rakete, Feuerzeug und Schrott, Schrott und eine schimmlige Socke. Warum nehmen wir die überhaupt mit? Irgendwas lebt darin. Und es ist nicht dein Fuß. Okay. Granatenkiste. Granatenkiste mit Munition. Das ist höchst illegal. Da ist noch ein Ranger aus einem Konvoi. Anscheinend hat sie den Überfall überlebt, nur um geschlagen, aufgeschlitzt und in den Kopf geschossen zu werden. Die Texte sind schon immer krasser wie alles andere hier irgendwie. Munition, 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 Geld, Zigarettenstummel. So, und jetzt reden wir mit unserer schwer verletzten Ranger-Generälin, Majorin. Wie auch immer. Major Preset stößt Atemwölkchen durch ihre zusammengepressten Zähne aus. Ihre Eingeweide quellen ihr zwischen den blutdurchströmten Fingern hindurch. Ist nur ein Kratzer wahrscheinlich. Nice work finishing off that jerk's crew. Did you find any other survivors? Soldat Bell, sie sollte bald hier sein. Bell's a good kid. Thank you. You did well. Now. Achso, sie schließt die Augen, verzieht das Gesicht und kramt dann in ihrem Rucksack herum. I'm bleeding all over the paperwork. We need to head for Colorado Springs. Establish a headquarters at Peterson Air Force Base. Support the Patriarch, no matter what. We do that, and the Patriarch sends aid to the Arizona Rangers. We don't, and the Rangers are fucked. And that brings me to the secret orders. Ich muss übrigens mal ganz kurz, bevor wir zu den geheimen Befehlen kommen, sagen, was sich das für einen relativ cleveren Story ja, für eine relativ clevere Haupthandlung von dem Nachfolger halte, dass jetzt nicht die Rangers in Colorado halt jetzt zum dritten Mal sich irgendeiner neuen Herausforderung stellen und jetzt nach dem, was auch immer im ersten Teil los war und den riesen Roboterarmeen und so weiter, kommt jetzt dann das nächste große und bla bla bla, sondern dass die Story hier wirklich ist, dass wir quasi, nachdem es uns nach dem Ereignis im zweiten Teil echt scheiße geht als Ranger und wir nicht mehr so genau wissen, wohin, kriegen wir das Angebot von dem Patriarchen von einem ganz anderen Ort und der sagt, hey, hilf uns und dann helfe ich dir und dann habt ihr wieder die Rohstoffe, die ihr braucht, um euch wieder aufzubauen. Und deswegen wird ein riesiger Trupp losgeschickt. Und dass man so quasi das Setting komplett an einen anderen Ort verlagert, trotzdem aber eine fortgehende Geschichte hat, aber eben auch das Szenario und alles komplett ändern kann und dass man trotzdem die Ranger spielt, aber halt in einem ganz anderen sozialen System quasi, das finde ich eigentlich echt ganz cool. Naja, gut, geheime Befehle. Wie geheim? Wer weiß sonst davon? Only me. Got them from General Woodson. When we first heard from the Patriarch, General Woodson sent an advanced team to Colorado, led by Angela Death. But they went dark. We have to find them. Okay. Ein Vorstoßteam. Wer ist Angela Death? Part of the Ranger squad that took down Base Cochise 20 years ago. Only one who's still alive. Sie hat gerade gesagt 20 years ago und da steht 2 Jahre. Was? Vor 2 Jahren. Naja, gut. So eine Null hin oder her oder was soll's. Vielleicht waren es auch 200 Jahre. Wer weiß das schon so genau? Oder 0,2. Ist ja egal. Almost died on a mission in California, but
But she found her way home. I can't believe they didn't tell you about her in training. Ist Angela Death eine Figur aus dem zweiten Teil oder vielleicht sogar ersten? Den ersten habe ich auch nur mal kurz angespielt. Würde mich gerade interessieren, weil hört sich so an, oder? Wartet mal kurz. Ich google das mal schnell. Wasteland an... weil wenn ich sie sehe, kann ich vielleicht sogar... Bei Wasteland 2 habe ich ja fast durchgespielt. Angela Death. Eine der vier Startmitglieder in Wasteland 2. Ah ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Give me a second. Catch my breath and we can go. Wirklich? Ich habe eine harte Hundfähigkeit. Die muss ich selbstverständlich nehmen, weil ne, diese Special-Charakter-Dialogoptionen, die muss man einfach nehmen. Also ich zumindest. Auch wenn das teilweise Sachen sind, die ich gar nicht machen oder sagen will. Aber weil das halt nur aufgrund gewisser Fähigkeiten meiner Figuren geht, ist das was, das muss man einfach machen. Bei allem Respekt, Major. Aber sie sterben. Sie müssen sich dem wie ein Ranger stellen. Sofort. Bei deinen Worten presst sie die Kiefer aufeinander. Doch schließlich nickt sie und löst die Hand von ihrer Wunde. Blut und Eingeweide fallen in den Schnee. Hätte man das nicht irgendwie nähen können noch? Ich meine, so eine Bauchwunde, ich meine, ich weiß jetzt nicht, aber wenn keine inneren Organe verletzt sind, kann man das doch wieder reinstopfen und zunähen, oder? Ist das wirklich so problematisch? Well. Fuck. Sie sinkt zurück und steckt eine blutige Hand nach dir aus. Die Hand nehmen. Ihre Hand schließt sich fest um deine. Sie versucht etwas zu sagen, doch dann erlischt das Licht in ihren Augen. Sie ist fort. Tragisch. Aber das Zeug braucht's jetzt nicht mehr. Eine Speerrüstung. Profi-Pfeifen? Ich bin gerade abgelenkt, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe. Warte mal ganz kurz. Ach so. Also, Profi-Pfeifen. Profi-Pfeifen. Hä? Sieht ein bisschen aus wie eine Metall-Ocarina oder sowas. Diese kleine silberne Brosche zeigt eine Sammlung von Pfeifen. Die Inschrift auf der Rückseite lautet Auszeichnung für YK für hervorragende musikalische Leistung. Okay, ist das so eine Art Orden für zu musizieren? Speerhosen plus 1 Kampfpanzerung und plus 0,2 Kampfgeschwindigkeit. Bescheidener ballistischer Schutz, aber vor allem rutscht sie nicht auf dem Eis aus. Die Hose. Ein Armeegewehr, ein Level 3 Sturmgewehr. Braucht bis jetzt zumindest keiner von unseren Figuren. Und ein bisschen Munition dazu. Why not? Dann haben wir hier noch eine Waffenkiste mit einer Rakete. Und da oben... Wahrnehmung 1. Aus der Nähe kannst du erkennen, dass die Katze... kein Halsband, sondern eine Erkennungsmarke trägt. Darauf steht Tom. Major Tom. Wir haben ihn gefunden. Neben uns der einzige Überlebende unseres Ranger-Trupps, der hierher geschickt wurde, soweit wir wissen. Nimm ein Päckchen Zigaretten von Jolly Bell und wedle damit vor der Katze herum. Tom klettert zu dir hinunter und freut sich auf eine Zigarette. Tja, die rauchende Katze Major Tom gehört jetzt zu unserem Team. Weil, warum nicht? Was ist das Bryugos Big Vegan Premium Zigarren? Für sanftes Rauchen in harten Zeiten. Nicht Vegan Vegas.
Gut, ich glaube, ich habe alles geplündert, oder? Ich laufe noch mal kurz über das Schlachtfeld hier. Hä? Achso, das war nur... Ja, ja, ich weiß schon, okay. Na schön, dann weiter geht's. Abraxe, Idolem und Major Tomcat sind bereit für neue Abenteuer. Okay, wir haben einen neuen Erzfeind, aber den hatten wir ehrlich gesagt schon vorher. Aber jetzt ist es gegenseitig, der Hass. Verbandskasten. Leiche. Glasschlagring. Aha, einschüchternd, aber die Splitter stinken nach altem Bier. Alles klar. Altes Tagebuch. Na gut, dann steigen wir mal in unser Auto, das hier steht, und fahren nach Colorado Springs. Was that? Major Prasad? They got her? God damn it. Fuck this place. Fuck it. Naja, zumindest die konnten wir noch retten, immerhin.